Und es ist großartig, heute Maria gerade in diesem Kontext hier zu haben. Sie ist Traumatherapeutin und Autorin und hat auch aus ihrer ganz eigenen Erfahrung, ihren ganz eigenen Prozessen eine eigene therapeutische Methode entwickelt. Sehnsucht, Hunger und Essential Core. Als Kind haben wir ja Angst. Wir haben ja keine Vorstellung davon, dass wir in einer Familie sind und dann sind wir 18 Jahre dort und dann gehen wir ins Leben, sondern für uns repräsentiert die Familie die Welt und das Leben. Ich glaube, dass der größte Liebesdienst, den Eltern ihren Kindern tun können, ist, einen eigenen inneren Weg zu gehen. Weil Kinder nicht in der Regel auf das achten, was gesagt wird, sondern auf die Präsenz. Ich möchte einfach nur sehr dafür plädieren. Also ich hoffe, dass wir uns im Laufe unseres Weges erlauben können, erlauben dürfen, Mensch zu sein. Ja, eben nicht nur einfach funktionierende Wesen, die irgendwelchen Ideen, wie wir meinen, dass wir richtig sind, verfolgen, sondern dass wir den Mut auch finden, uns tatsächlich noch mal ganz tief neu abzuholen.